Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. So, ist jetzt unser erster Trainerkampf, ne? Da ist er. Hey, du hast auch Pokémon, los, lass uns kämpfen. So. Nein, danke. Tschüss. Als nächstes wird Azurill. Ach Mensch, das läuft ja gar nicht mal so schlecht. Kommt der hier mit seinem Wasser-Pokémon? Tja, Rapster, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Shigi ist gar kein Wasser-Pokémon, ja? Shigi ist ein Schaf. Ich will gar nichts mehr einsetzen. 20 HP reicht vollkommen aus, auch gegen einen Zapdos. Auf Level 7 ist das doch kein Ding. Das kann doch nichts, das komische Vogelfieh. Mach's kaputt, Shigi! Der mit seiner Eiscreme-Tüte als Nase. Er ist hart im Leben, ne? Das ist schon ein gemeiner Kerl, der da steht. Ja. Da sehen wir den bösen Massenmörder, den psychologisch gestörten Serienkiller in seiner freien Wildbahn. Hi, ne? Ja, denn da gibt's ja noch den Hugo, ne? Der lebt ja auch noch, der Hugo. Und ich glaube, der Hugo, der möchte uns jetzt mal ein bisschen bekämpfen hier auf der Route 22, weil der wollte in die Pokémon-Liga. Die haben den aber nicht reingelassen. Der war ihm nämlich zu keine Ahnung, weiß ich nicht. Sehr geil! Gut gestärkt und voller Tatendrang geht's jetzt back in the wild, back for more. Ich hoffe nicht, dass da wieder so ein Serienkiller-Käfersammler rumläuft. Ja, das ist hier so ein, wie so eine Mafia, den Käfersammler. Das ist das Käfersammler-Kartell hier. Die sitzen da und sagen, na, Klausel, man nicht wenden sich gegen Käfersammler. Und dann holen sie jetzt Zapdos raus. Genau so funktioniert das. Schön, dass wir es klären konnten. Scheiße, mein Eichelpilz wird immer größer. Halleluja, das ist ja nicht normal. So, dann gehen wir mal nach links. Links ab mit dem Eichelpilz. Ja, ich hab den Eichelpilz. Eichel, Eichel, Eichelpilz. Ja, ich hab einen Eichelpilz. Na, das ist doch schön. So, er hat drei Pokémon. Ein Pikachu. Weißt du was? Du kannst mich mal richtig kreuz reiße. Gift schaffe. Oh, I'm so toxic. Los, Eichel. Fährte von Trassler erkennt den Frühwecker vom Eichelpilz. Na, das ist ja schön, dass er merkt, dass der Eichelpilz auch schon früh am Morgen juckt. Batman. Nee, ich habe übrigens mal nachgeguckt, der Eichelpilz, ja, ja, das ist ein ganz gefährlicher, der Junge. Der lernt seine nächste Attacke auf Level 13. Und denkt jetzt nicht, das wäre Rankenhieb oder sowas. Nein, nein. Wisst ihr, was der da lernt? Da lernt er Naturkraft. Wisst ihr, was Naturkraft ist? Neither do I. Nee, aber das ist hier so richtig, da könnte man so einen Sportmoderator davor sitzen. Ja, da ist er dabei, ist er, macht er den Giftstachel, der Giftstachel direkt ins Gesicht, der Giftstachel, der macht Schaden, der Giftstachel ist gewöhnt, der ist vergiftend, aber da hat er die Expidermis, richtig getimed, richtig genutzt, die Expidermis heilt sein Problem mit Gift und, da ist er dabei, da flankiert er richtig, der Härtner ist da, der Härtner ist da, wo er sein soll, der Härtner ist richtig da. Ja, aber der Gerdinand kommt, der Gerdinand stachelt und der Safkon, der kann nur einstecken, der hat keine Chance, der ist vergiftet, der muss jetzt einstecken. Wir wissen nicht, wie lange es noch durchhält, aber es ist vorbei. Jetzt ist es Zeit. Zeit für was richtig Actiongeladenes. Wir gehen jetzt in die Arena. Mit unserem geilen Team. Na, das kann ja was werden. Na, zum Glück ist das randomized. Wenn die mir jetzt hier mit dem Onix oder so kommen würden, wäre ich echt gekniffen. Na, er hier in seinen kurzen Nippelshorts, der muss das ja wissen. Camper Kim. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es nicht! Ach Gott, Kim! Kim, nee! Nur weil ich hier sage randomizen, heißt das nicht, dass du das alte Onix vom Rocco haben kannst.